Ich bin Philipp und ich habe Regie geführt beim Film. Ich bin Kevin, ich habe das Drehbuch geschrieben. Und ja, unser Film ist soweit und ich glaube, man muss ihn sich einfach angucken und ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil dann würde ich so viel vorwegnehmen, das wäre ja schade. Okay, dann kitzeln wir noch ein bisschen was durch die Fragen aus euch raus. Wie entstand eure Idee zum Film? Die Idee ist tatsächlich auf meinem Mist gewachsen und ich fand, also es geht im Film um ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat zu den Zeiten, nämlich Entscheidungen. Und ja, wie das dabei rumkommt, das muss dann auch jeder selbst entscheiden, der den Film guckt. Aber das war so die Grundidee quasi des Films, die da mit reingewirkt hat. Mhm. Ja. Ja. Wie lange hat denn euer Dreh gedauert? Wir waren letztlich 8 Tage in Lüneburg. Haben wir von morgens bis abends gedreht, in gemächlichem Tempo. Es war viel Spaß dabei, definitiv. Und ja. Also mehr Spaß als Probleme? Oder gab es irgendwelche Pannen? Natürlich, es gibt, glaube ich, bei jedem Dreh immer Pannen. Und da wir halt auch ein relativ junges Filmteam waren, aus allen Leuten, die freiwillig mitmachen wollten, führte das natürlich auch zu, erfahrungsgemäß quasi durch kleinere Patzer, zu Komplikationen oder so. Aber die konnten wir ganz gut ausgleichen, da das Team, wie schon erwähnt, sehr viel Spaß hatte, war das nie so, dass es auf jeden Fall grobe Schnipser oder ganz große Pannen und Streit gab. Nee, wenn dann mal das eher kleinere Sachen, dass die Continuity geschlampt hat oder so, das würde ich dann auf meine Kappe nehmen. Ihr habt ja eure Hauptperson in manchen Bildern ja mehrfach im Bild gehabt quasi. Worauf muss man da achten? Wie macht man das? Ein Magier verrät niemals seinen Trick. Achso, ja. Aber da gab es da nicht auch irgendwelche Pannen oder hat das alles easy geklappt? Das hat tatsächlich sehr easy geklappt. Da haben wir uns auch viel vorher Gedanken zu gemacht, wie wir das machen können. Haben es halt auch quasi die ganze Szenerie an unsere Möglichkeiten angepasst, sodass es möglichst leicht für uns auch umzusetzen ist. Und ich stelle mir das, ich bin nun keine Schauspielerin, aber ich stelle mir das schwierig vor, so viele Szenen immer wieder dasselbe zu spielen. War das ein Problem für die Schauspieler? Ich habe das Gefühl, dass die ganz dankbar waren, ja, also weniger häufig einfach in eine neue Situation schlüpfen zu müssen. Also ich kann nur als Drehbuchautor sagen, ich war sehr dankbar, ich habe prinzipiell eine Szene geschrieben und dann immer Copy-Paste gedrückt. Ja. Ja. Alles klar, super, Dankeschön. Gerne.